Mit einem weinenden und einem lachenden Auge ist das Team Münich Motorsport aus Friedersdorf in das letzte Saisondrittel der Touren-Weltmeisterschaft gestartet. In den Läufen 17 und 18 gab es am vergangenen Wochenende am nördlichen Stadtrand der chinesischen Hauptstadt Peking zwei Top-10-Plätze und einen Rennkurzeinsatz. Während der Italiener Gianni Morbidelli mit der Startnummer 10 als Vierter und Siebter Punkte holte, musste René Münich das Schwesterauto bereits zu Beginn des ersten Rennens nach einem Crash abstellen und konnte deshalb auch nicht den zweiten Lauf bestreiten. Bis zur nächsten Saisonstation am kommenden Wochenende im chinesischen Shanghai soll das Auto jedoch wieder einsatzbereit sein. Gianni Morbidelli ist jetzt Neunter in der Fahrerwertung der Tourenwagen-WM. Die Siege in Peking holten sich übrigens die Briten Tom Chilton und Rob Huff.